Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Freelancer mit Union King außerhalb des Schlachtschiffes Osiris im Alltreffen. Wir sind in den Omikron-System, genauer gesagt in Omikron Beta. Fliegen jetzt auf das Nest der Nomaden zu und müssen uns beeilen. Denn das Sprungloch ist tatsächlich instabil, ausnahmsweise mal. Und ja. Ach, das wissen wir noch gar nicht. Hoppla. Es gibt ein zweites Omikron-Beta, daher nicht wundern. Es gibt zwei Omikron-Beta. Das eine ist das, was wir hier oben schon erkundet haben. Das andere ist halt das hier. Und es gibt hier oben noch ein Omikron-Major, also Major und zwei weitere. Und jedenfalls werden wir noch alles sehen. Kommt man auch nie wieder im Singleplayer hin. Hier unsere Infos. Langstreckenscanner haben eine Nomaden-Energiequelle im Zentrum einer gigantischen Konstruktion entdeckt. Die sie umgebende Plasmawolke verhindert gründlichere Scans. Orten Sie Nomaden in dem Bereich? Negativ. Die Konstruktion scheint verlassen zu sein. Aber halten Sie die Augen offen. Ich lade die Koordinaten hoch. Das Sprungloch, das uns herbrachte, destabilisiert sich. Wir müssen die Osiris jetzt durchbringen. Für kleine Schiffe bleibt es stabil, aber nicht lange. Sie müssen die Energiequelle rasch holen und dann weg hier. Verstanden. Okay, Leute. Ans Werk. War auch Tarnung. Sie übernehmen die Spitze. King und ich nehmen Flankenpositionen ein. Was? Nomadennest? Ich hasse diese Welt. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diese... Wir sind direkt über der Konstruktion. Noch kein Sichtkontakt. Doch, da. Dieses fette Monstrum. Ich weiß schon, wir müssen zuerst die Generatoren ausschalten. Wie? Können wir einfach am Einsatzwegpunkt vor... Zum Henker war das? Die Scanner zeigen enormen Ausschlag. Eine Falle. Das Ding ist noch aktiv. Der Geheimdienst lag falsch. Nomaden, sie sind überall. Ich kann die noch gar nicht durch... Scheint in einer zentralen Kammer zu sein. Der einzige Weg rein dürfte durch die Luftschächte an der Oberseite führen. Ich kann das Ding nicht beschädigen. Zuerst müssen wir den Schild deaktivieren. Trent, ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Die Generatoren befinden sich an den Rändern. Die müssen aus sein, ehe sie rein können. Jetzt kann ich das Ding zerstören. Ich hab mal kurz die Klappe wegen der Musik. Noch 8 Minuten bis Sprungloch zusammenbricht. Einer weg, bleiben noch zwei. Reiseantrieb, Alter, wie viele Nomaden sind das hier? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt wurde ich auch noch von den Dingern da getroffen. Was zum... Das sind Geschütztürme, es sind Geschütztürme, ganz schön starke Geschütztürme. Hier, 8 und 5. 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 Wir halten sie auf, Trent. Los, rein in das Nest. 8 und 5. 8 und 5. Noch einer. Hoffentlich klappt das. Ja, wo zeigt das Ding hin? Normal Abfangjäger? Nein, ich muss... Rein in das Ding? Ich kann noch nicht rein in das Ding. Ich muss erst noch den letzten... Noch 7 Minuten bis Sprungloch zusammen. Ich weiß doch. Oh mein Gott. 8 und 5. 8 und 5. Oh Gott, ich werde dich so angegriffen. 8 und 5, 8 und 5, 8 und 5, 8 und 5, 8 und 5. Entschuldigt bitte. Zusammengebrochen. Okay. Trent, los zum Port an der Nordhemisphäre der Konstruktion. Ich sende die Koordinaten. Okay, das Ding ist zusammengebrochen. Feuer auf uns. Gehen Sie zum Kern, holen Sie die Energiezelle. Oh Gott. Wesen mal, oder... Well. Wo muss ich denn rein? Da muss ich... Was ist das denn? Geht. Oh mein Gott. Trent, unsere Zeit wird knapp. Das Sprungloch bricht zusammen und... Juni, hinter Ihnen! Scharf rechts drehen! Ich werde ihn nicht los! Noch 6 Minuten bis Sprung. Alter, was zusammen. Ist das hier? Das ist ja Wahnsinn! Trent, Gott sei Dank sind Sie unversehrt!
Das sind Korvette. Trent, das Sprungloch schließt sich schnell. King und ich fliegen raus. Machen Sie schon. Ich beeile mich wir ja schon. Gehen auf 4 und 8 Uhr, Trent. Nichts wie weg hier. Omikron Minor. Siehst du. Jetzt geht's nach Minor. Ich glaube, wir sind durch. Ich kann Reisetriebwerk laden. Komm schon. Nomaden Korvette? Alter, 4, 5 Korvetten? 6 Korvetten? Boah. Alter Schwede. Ich hasse diese Ansage. Wir haben die Energiezelle und kommen heim. Verstanden? Junko, Ihr Signal bricht zusammen. Noch mehr Korvetten. Aurelien, bitte melden. Hören Sie mich. Over. Ich kann mich andocken. Etwas blockiert unsere Frequenzen. Lass mich durch. Ich kann da nicht durch. Ich muss erst Schiffe besiegen. Habe ich das Gefühl zumindest. Da ist ein Kreuzer, Korvette meine ich. Kopf 8 und 5. 8 und 5. Komm schon, es ist kaputt. Oh Gott. Aber jetzt haben die Dinger nur Rumpf. Das heißt, wir können sehr gut mit den Raketen arbeiten, die wir haben. Wenn ich denn treffe. Die sind verflixt schnell. Ich habe eben nochmal wieder Schutzschild-Batterien aufgeladen. Alter. 8 und 5 hier. Und jetzt gerade mein Ton auf der linken Seite zusammengebrochen. Auf dem linken Lautsprecher. Dafür habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Alter, das geht schon mal nicht. Gott sei Dank haben wir viele genug Batterien hier. Ich habe keine Schutzschirm. Ja, wo muss ich denn hin? Ich kann doch noch nicht andocken. Jetzt kann ich andocken. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, verdammt. Oh Gott, Gott sei Dank. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Verdammt. Hier kommen wir wohl nicht mehr raus. King. Ist noch alles in Ordnung. Sehr schön. Ach cool, ich schieße jetzt automatisch. Ich habe das Ding aktiviert. Für das Autoschießen. Das hat nicht funktioniert. Ach, nix. Jeder Geist hat einen Stammplatz in der Hölle. Was ist Klausen? Beschuss von 12 Uhr hoch. Was? Von Klausen. Noch eine Korvette. Ein Torpedo reicht für die Dinger. Ein Rheinlandschiff? Willst du mich verarschen? Hier sind noch Rheinländer? Nein, ich weiß, er sagt das ab und zu auch. Jeder hier erfährt sein Urteil und erhält seinen Platz im Höllenpfuhl. Oh Gott, da ist noch ein Kreuz. Korvette, noch eine Korvette, meine ich. Okay, und zerstört. Alter. Ich finde die Musik einfach nur so extrem. Also ich feiere das. Jawohl. Ach, die Dinge geben mir auch keine Sache. Hier ist noch eine Korvette. Wie viele sind hier denn? Ich habe die gar nicht bemerkt. Ich muss draufbleiben auf dem Feuer. Okay. Zerstört. Nächstes Ding. Komm schon. Kaputt, da war noch eine Korvette. Alter, wie viele scheiß Korvetten sind denn hier? Ich habe gerade noch irgendwas eingesammelt. Was habe ich denn da eingesammelt? Nix. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Nanobots, okay. Das wollte ich nur kurz schauen. Oh Gott. Mein Schild ist schon wieder weit unten.
So, aber nur noch zwei Jäger, soweit ich das sehen kann. Oh, oh, oh. Ey, was? Von dieses riesige Nomadennest, ey. Das war knapp. Danke, Herr von Clausen. Oh. Das Langstreckenradar meldet erhöhte Nomadenaktivität in diesem Bereich. Ich dachte mir, sie brauchen Hilfe. Wir müssen weg, ehe die wiederkommen. Toledo. Ab nach Toledo. Oh. Ben, wir müssen schneller sein. Jetzt beschwer dich noch. Oh. Hey, die. Wo sind denn die Liberty-Sachen? Die Liberty ist wieder unser Freund. Oh, richtig hoch, unser Freund. Ui. Mein Gott, ich beginne immer die Folgen mit meiner Aufnahme hier, mit einem Auftakt, ey, das gibt's gar nicht. Ui, 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 ui. Was ist hier eigentlich? Unbekanntes Objekt. Wir haben Meldungen, wonach die Kusari-Flotte nahe Neu-Tokio besiegt wurde. Nein. Oh nein. Die Nomaden ziehen jetzt ungehindert durch die Kolonien. Sie haben ihren Angriff auf Bretonia begonnen. Nichts kann sie mehr aufhalten. Hoffen wir, das Artefakt kann es. Professor Quintain hat alles vorbereitet. Landen Sie auf Toledo. Hat alles vorbereitet. Wir brauchen jetzt nur noch diese Energiezelle. Planet Toledo. Ich feiere die Musik einfach. Basis Order? Omikron-System. Was ist das hier? Dies, Mr. Trent, ist die geheime Heimat des Ordens. Aurelien und seine Leute haben das binnen weniger Monate aus dem Nichts geschaffen. Wir haben die Nomaden-Energiezelle. Bringt sie direkt zu Dr. Quintain in das Artefaktlabor. Das war etwas zu knapp. Und nächstes Mal hören Sie einfach auf Ihren Freund King und sagen nein. Das Artefakt. Sitzt nicht richtig in der Fassung. Egal. Dr. Quintain und ich haben uns jetzt durch die Übersetzung der Tafeln, des Proteus-Bands und der Daten vom Gefängnisschiff gearbeitet. Es scheint, die Damen Quosch hatten ein Riesenreich, lange bevor es Menschen gab. Wenn dieses Volk so fortschrittlich war, wo ist es dann jetzt? Das wissen wir nicht, Mr. Trent. Es gibt keine Anzeichen für einen Krieg, eine Seuche oder eine Katastrophe, die es ausgelöscht haben könnte. Es ist einfach verschwunden und ließ die Nomaden zurück. Die Nomaden, oder wie auch immer sie mit richtigem Namen heißen mögen, wurden scheinbar von den Damen Quosch als eine Art, nun, Aufpasser erschaffen. Wir kämpfen gegen Hausmeister? Nun ja, so könnte man sagen. Es sind anpassungsfähige Parasiten, die nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen befallen. Was uns zu dem Artefakt bringt. Die Damen Quosch hatten eine sehr fortschrittliche Technologie, die nur teilweise auf diesen feinen Formationen beruhte. Sie verwendeten sie für Energie, Schilde. Und das hier ist ein... Tja, wir zeigen sie Ihnen einfach. Kendra? Ich fand Folgendes heraus. Wenn der Computer die Schriftzeichen in einer bestimmten Reihenfolge aussprach... Bitte, Frau Doktor, einige von uns sind nur einfache Politiker. Alles klar. Ohne
Wunderschön. Was ist das? Das sind wir. Das Artefakt weiß zu jeder Zeit, wo im All es sich befindet. Es ist eine Karte. Aber wovon? Naja, es ist nur eine Theorie, aber... Raus damit, Doktor. Soweit wir wissen, konnten sich die Dame Quosh in einem so großen Reich wohl nicht nur auf einfache Sprungtore wie die unsrigen heute verlassen. Sondern man brauchte etwas Besseres. Ein riesiges Arsenal an Hypertoren, durch die man blitzschnell von einem Ende des Reichs ans andere gelangen konnte. Dieses Gerät ist nicht nur die Karte, es ist auch der Auslöser. Der Schlüssel zur Reaktivierung des Systems. Sie meinen, wir sollen dieses Ding einschalten? Ja. Wenn wir die Hypertore reaktivieren können, schneiden wir die Nomaden von ihrer Energiezufuhr ab und verringern ihre Anzahl beträchtlich. Theoretisch. Kein Schloss ohne Schlüssel, Doktor. Wo finden wir den hierfür? Da. Mr. Trent. Ich? Ja, Sie. Ich will, dass Sie und Zane die Speerspitze bilden. Verstanden? Tja, was, nicht schlecht. Ich meine, für ein Spiel, was 2000 entwickelt wurde, alter Schwede. Also hatten diese Dame Quosh jetzt also ein so riesiges System, dass sie schon was Stärkeres brauchten, als einfach nur, naja. Und wie sollen jetzt ins Heimatsystem der Nomaden fliegen und das Hypertor-System aktivieren? Heißt es dann nicht, dass Nomaden aus aller Welt damit mal zu uns kommen könnte? Beziehungsweise, dass die noch mehr Verstärkung holen können? Vielleicht sogar noch stärkeres oder vielleicht sogar gleich die Dame Quosh? Der Angriff auf die Heimat der Nomaden ist ein weiteres Selbstmordkommando. Es geht nicht um Geld, sondern um das Überleben der Menschheit. Oh, William bittet ihn einen der technisch ausgefeilten schweren Kampfjäger des Ordens als Belohnung an. Hä, hab ich doch schon. Ich habe doch schon den Anubis. Na egal. Die Händler auf Toledo werden Ihnen zur Verfügung stellen, was immer Ihr Herz begehrt. Ein neues Schiff, Waffen, Schilde. Okay. Okay. Ich denke, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Was ist los? Nomaden, Sir. Eine ganze Flotte. Schiff, ach nö. Abfangkurs vorbereiten. Verdammt, Sie müssen uns gefolgt sein. Wir müssen evakuieren. Alle Mann zu den Schiffen. Nehmt nur das Nötigste mit. Trent, Juni. Wir müssen Zeit gewinnen. Sie auch. Also, wie machen wir aus diesem Ding eine Waffe? Reparatur abgeschlossen. Das Heimatsystem der, die Heimatstadt der Nomaden. Ey, ich sag doch, ich hab... Für 1100. Für 1100? Du willst mich doch verarschen. Dasselbe Schiff. Für 1100 Credits. Ja, hier gibt's auch nur dasselbe. Tja. Und ich kann meine Sachen immer noch nicht verkaufen. Ich habe so viel Zeug. Alter, 16.000. 13.000. Ich wette, ich muss da haufenweise noch was machen. Jetzt verkaufe ich auch Minen mit. Wie sollen das Nest... Nein, nicht das Nest. Die Heimatbasis der Nomaden angreifen. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Und ich will meine Sachen endlich verkaufen. Ich will noch mehr aufnehmen können. Ach was. Die Gruppen bei... Der Orden. Schön, dass Sie wieder da sind. Gut, Sie wiederzusehen. Danke. Was haben Sie? Sorry, ich habe in letzter Zeit nichts Gutes gehört. Der Orden. Niemand hat was zu sagen. Potter. Lieutenant Harry Potter. Nein, natürlich nicht. Tja. Korsan, Gajan, ach, die sind jetzt Usari, Staatspolizei, Xenos. Diese ganzen Zwischendinger da. Samura, Agera, Borderworld, Deep Space, BMM, Kishiro, Planetform. Bretonia, Rheinwehr, Rheinland, Ogosha, WLAN, Liberty, Rogues und Marines. Die sind, also das ist, naja. Okay, von mir aus, oh. Passen Sie auf sich auf. Sie auch.
Ach ja, so, erstmal Zeit lassen. Wir sind bei der Einsatzbesprechung, die Nomaden greifen zwar an, aber scheißegal. Okay, jedenfalls, wir sollen ins Heimatsystem der Nomaden fliegen und das Hyperdor-System aktivieren. Das hatten wir ja eben schon besprochen. Basis des Ordens verteidigen. Toledo. Gelände von Schiffe zu verkaufen an Ruhe ist diesen ganzen Kram. Ein Stützpunkt des Ordens. Weitere Informationen sind nicht verfügbar. Okay. Hier oben haben wir jetzt noch das eine, Tja, doll. Wir sind immer noch hier. Na gut.